Heute stehen wir an der Schwelle zu einem Thema, das nicht nur unsere Vorstellungskraft, sondern auch unser Verständnis von Zeit, Raum und unserer eigenen Existenz herausfordert. Wir tauchen ein in die Mysterien der antiken Pyramiden am Südpol, nicht etwa in Gizeh, die wir alle schon kennen, sondern am Südpol. Monumentale Strukturen, die weit vor der Zeitenwende der Menschheit errichtet wurden und ein Zeugnis einer tiefen kosmischen Zusammenarbeit zwischen den Arcturianern und der Erde selbst darstellen. Du bekommst eine aufregende Botschaft von Arcturus und wirst dadurch alles besser verstehen, was auf der Erde geschieht. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Monika Neriana Kardinal. Ich bin Heilmedium, Bioenergietherapeutin und Buchautorin. Das kosmische Wissen von Andromeda und von den Plejaden. Diese beiden Bücher kannst du bei mir bestellen. Der Link befindet sich unter dem Video. Heute tauchen wir ein in eine ganz andere Welt. Und zwar gehen wir mal an den Südpol. Stellt euch vor, tief verborgen unter dem Eis warten diese geheimnisvollen Pyramiden geduldig auf den Moment, in dem die Erde und ihre Bewohner, also wir, bereit sind, in eine neue Dimension des Bewusstseins aufzusteigen. Ein Geheimnis, das so gewaltig und tiefgründig ist, dass es das Potenzial hat, die Grundfesten unseres Seins zu erschüttern, zumindest auf den Kopf zu stellen und uns auf einem Weg der Transformation des Lichtes zu führen. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, die wir uns jetzt als nächstes anschauen. Und natürlich kommt nachher diese ganz wichtige Botschaft von Achäus, von den Arcturianern, dem Kommandeur. Er wird uns berichten, was das zu bedeuten hat und was sie dort in den Pyramiden für uns gelagert haben, unter der Erde. So, jetzt schalten wir mal um. Hier seht ihr also, und ich finde es so faszinierend, diese wunderschönen Pyramiden in der Antarktis. Also es ist für mich wow. Ja, ihr könnt das selbst auch googeln. Google Maps findet ihr das. Pyramids in South Pole habe ich gegoogelt und dann kam das. Und es gibt auch noch mehr Bilder. Wir gucken uns jetzt mal dieses an. Das ist auch so faszinierend, wirklich so faszinierend. Und dieses Bild zeigt uns insektenähnliche Wesen, die bei der Erstellung der Pyramiden damals geholfen haben. Mal gucken, hier kommt noch ein anderes. Da seht ihr das, das könnt ihr auch selbst nachschauen. Und diese Wesen sind Erdwesen, die bei uns in der Erdkruste wohnen und damals schon wohnten, bevor es Menschen gab. Das sind außerirdische Wesen, die auf der Erde wohnen und den Kontakt über die Pyramiden in das Universum haben. So, jetzt schalte ich wieder mal um. Ihr seht also, es gibt Dinge, unerklärliche Dinge. Es gibt Dinge, die wir gar nicht begreifen können. Und wenn du dir jetzt überlegst, dass diese Pyramiden am Südpol schon gestanden haben, bevor es überhaupt Menschen auf der Erde gab, dann ist es doch eine große Entdeckung. Und man stellt sich die Frage, wer hat jetzt diese Pyramiden denn erbaut? Es können ja Menschen tatsächlich nicht gewesen sein. Ja, und dann kommen wir ganz schnell zu unseren Sternenfreunden. Und da gibt es also sehr viele, die da zusammengeholfen haben, dass diese Pyramiden entstehen durften. Und deswegen sind diese Pyramiden auch so besonders, weil sie haben eine ganz bestimmte Energie, die uns dann zur Verfügung gestellt wird, sobald der Aufstieg geschieht.
Akeus wird uns nachher in der Botschaft darüber erzählen. Und es ist auch wichtig zu wissen, die Kanalmitglieder wissen das bereits, denn in unserem Webinar konnte man erfahren von den Lehren von Arcturus und wir haben dort einen Spezialkristall bekommen, den wir jetzt schon nützen dürfen, der uns dann beim Aufstieg, beim Übergang ganz leicht mit den Pyramiden verbinden wird und uns das alles leichter machen wird. Und die Lehren von Arcturus Phase 2, das ist ja das ganz intensive Hauptwebinar mit Arceus. Das empfehle ich euch sehr, euch anzuhören, denn dort werden wir auf diese bestimmte Energie eingestellt und bekommen auch noch Techniken, damit wir leichter durch den Aufstieg kommen und auch noch bestimmte andere Kristalle, die das alles ermöglichen. Der Link ist unter dem Video, da klickt ihr einfach mal drauf und informiert euch, was dort alles gelehrt wird von Arceus. Auf jeden Fall ist das große Geheimnis oder diese Entdeckung von den wundervollen Pyramiden im Eis etwas ganz Wertvolles für uns. Und die Arcturianer haben eine Botschaft, in der sie uns sagen, was in den Pyramiden, in diesen Eispyramiden, sage ich mal, für ein Geheimnis steckt. Deswegen ist es sehr interessant, nachher auf die Botschaft von Arceus zu achten. Denn es ist ein gemeinsames Erkennen von unserem Bewusstsein, von der Grenzenlosigkeit, die wir jetzt im Moment mit unserem menschlichen Verstand absolut nicht verstehen können. Jetzt gucken wir mal zum Südpol oder in die Antarktis sowieso. Es ist ja ein Gebiet auf der Erde, wo wir eigentlich kaum sind, was auch sehr geschützt ist, dieses Gebiet. Und es trägt also sehr viele Geheimnisse dadurch, weil wir es selbst nicht so sehr erkunden können. Es ist ja auch sehr kalt dort. Und die Flugzeuge zum Beispiel, die dürfen nicht über die Antarktis fliegen. Einerseits, weil die Flugzeuge nicht so eine große Spannweite haben, also nicht so weit fliegen können, ohne tanken zu müssen. Und andererseits gibt es sicher noch ein Geheimnis, weil dann zu viel entdeckt würde für den Mainstream, für die Menschen alle. Aber über die Außerirdischen, über unsere Sternenfreunde haben wir Kontakt dazu und bekommen dann dennoch diese Informationen. Es stellt sich auch die Frage, sind diese Pyramiden mit Gizeh verbunden, was ich spontan mit Ja beantworten würde? Weil die Pyramiden haben ja unter sich auch in der Erde bestimmte Verbindungslinien, energetische Verbindungslinien. Und von Gizeh hatte ich damals erzählt euch, dass die Pyramiden, das, was man oben sieht in der Erde, auch nochmal haben als energetische Form. Und in diesen Kammern unter der Pyramide gibt es ganz viele Geheimnisse. Und so ist es auch mit den Pyramiden am Südpol. Auch die reichen weit in die Erde hinein und haben so auch den Zugang für die Erdwesen, die praktisch da unter der Erdkruste leben. Und da kommt jetzt wieder Arcturus und unser Kommandant Arceus ins Spiel, denn er hat ja diese Informationen, die sie uns dann gleich im Channeling mitteilen werden. Also die Pyramiden sind untereinander verbunden, energetisch. Und es ist ja jetzt kein Zufall, dass wir die Pyramiden am Südpol entdeckt haben und im Moment vermehrt unsere Aufmerksamkeit darauf legen, weil ja wir durch die Sonneneruption, durch die gesteigerte Sonnenaktivität auf einen gewissen Punkt zusteuern, der dann unser Bewusstsein so weit anhebt und wir in die nächsten Dimensionen hineinkommen. Und all das spielt eine Rolle. Und es gibt innerhalb der Pyramiden am Südpol
Geheimnisse, die wir von Akeus erfahren werden. Akeus wird uns auch im Webinar darüber berichten. Er wird uns in erster Linie die Weisheiten und die Lehren vom Arcturus näher bringen. Er wird uns schulen, damit wir, wenn es dann soweit ist, einen ganz leichten Wandel bekommen. Ja, dass wir also da mit unserem anderen Bewusstsein leichter hindurchkommen und alles, was im Außen geschieht, dass wir dies dann, sage ich mal, dass es nicht so nah an uns rankommt. Und dafür braucht man gewisse Techniken, gewisses Wissen und auch bestimmte Symbole, die wir dort von ihm bekommen, um eben dann gewappnet zu sein. Und auch im Member-Webinar für alle, die dabei waren, ihr wisst, dort haben wir schon ein erstes Symbol bekommen von Arcturus, von Akeus, was uns sehr, sehr nützlich ist. Und jetzt würde ich sagen, wir sind sehr gespannt auf das Channeling von Akeus und ich lade euch ein, zuzuhören, hört mit eurem Herzen zu und versteht mit eurem Herzen. Dann werdet ihr auch noch viele zusätzliche Informationen bekommen, die jetzt zwischen den Zeilen, zwischen den Worten für euch bereitstehen. Liebe Herzensmenschen der Erde, liebe lichtvolle Wesen, ich bin Akeus, der Kommandeur von Arcturus und ich spreche die Worte der Liebe und sende euch den Segen des Lichtes von Arcturus zur Begrüßung. Wir, die Arcturianer, übermitteln dir aus den Welten des Universums eine Botschaft von tiefgründiger Bedeutung, die das Geheimnis der Pyramiden im Südpol und ihre Rolle beim Aufstieg der Erde in die fünfte Dimension enthüllt. Diese uralten Strukturen, geschaffen lange bevor die Menschheit ihren Fuß auf die Erde setzte, sind ein gemeinschaftliches Werk unserer Zivilisation und der kosmischen Kräfte, bestimmt, in einem kritischen Moment der Zeit aktiviert zu werden. Tief im Inneren dieser mystischen Pyramiden verbirgt sich ein Raum, der nicht nur ein physisches Herzstück darstellt, sondern auch ein energetisches Zentrum von immenser Kraft. Dieser geheime Ort beherbergt eine Bibliothek des Lichtes, die das universelle Wissen und die Weisheit speichert, unerlässlich für den Übergang der Menschen in eine höhere Existenz. Es ist ein heiliger Raum, der Schlüssel für die Aktivierung der menschlichen DNA und den Prozess der spirituellen Erleuchtung birgt, was uns allen den Pfad zur wahren Erkenntnis und Harmonie weist. Nun möchten wir ein weiteres tiefes Geheimnis mit dir teilen, das eng mit dem Kern eures Planeten verbunden ist. Der Erdkern selbst ist ein lebendiger Kristall von unvorstellbarer Energie, der in Resonanz mit den Pyramiden auf der Erde steht, und zwar mit allen Pyramiden. Dieses kristalline Herz der Erde pulsiert mit Energien, die das Gleichgewicht und die Heilung eures Planeten fördern. Im Moment des planetaren Aufstiegs wird eine Synchronisation zwischen den Pyramiden und dem Erdkern stattfinden, eine Vereinigung der Energien, die die Schwingung der gesamten Erde anheben wird. Diese heiligen Pyramiden dienen als Ankerpunkte, speziell die in der Antarktis, die das Licht und die Energie aus dem Kern der Erde aufnehmen,
und durch ihre Spitzen in das Universum zurückstrahlen. Diese dynamische Energieübertragung schafft ein harmonisches Netzwerk des Lichtes, das nicht nur die spirituelle Evolution der Menschheit unterstützt, sondern auch die Erde selbst in ihrem Aufstieg mit den Menschen begleitet. Die Aktivierung der Pyramiden und ihre Verbindung mit den kristallinen Kernen, mit dem kristallinen Kern der Erde, markieren einen Wendepunkt in der Geschichte eures Planeten. Da ihr jetzt beginnt, euch mit diesen Pyramiden zu befassen, wird euer Bewusstsein vorbereitet, diesen großen Schritt in die höhere Dimension zu machen. Diese heiligen Pyramiden dienen als Ankerpunkte und als euer Schutz und Halt. Die Aktivierung der Pyramiden und ihre Verbindung mit den kristallinen Kernen der Erde bilden zusammen ein Portal, durch das die reine Energie der Liebe und des Lichtes fließt. Diese Transformation und Erneuerung bringt für euch eine ganz große Unterstützung. Dieser Prozess ist ein Geschenk an alle Lebewesen auf der Erde und ein Aufruf zur Einheit und zur gemeinsamen Schöpfung einer friedvollen und harmonischen Welt. So, geliebte Herzensmenschen, laden wir euch ein, euch dieser großen kosmischen Reise anzuschließen und euer Bewusstsein zu erweitern. Wir laden euch ein, jetzt gemeinsam mit uns durch dieses Portal zu schreiten, um schon einmal diese Liebe zu fühlen, die sich im Moment des Aufstiegs multiplizieren wird. Und so hast du einen kleinen Eindruck jetzt, um zu spüren, wie es sein kann, wenn ihr in der fünften Dimension seid. So fließt diese Liebe jetzt zu dir, berührt dein Herz und sagt dir, auch du bist Liebe. Du bist die Liebe selbst. Öffne dich und verbinde dich, um eins mit dieser Liebe zu werden. Und so gebe ich dir ein wenig Zeit, um dies jetzt, diesen Vorgang zu genießen. Und nach einer Weile, wenn du dich verbunden hast und spürst, wie es sein kann, lösen wir jetzt die Verbindung. Aber du trägst in deinem Herzen alles, was du brauchst, um gut durch diese Zeit hindurchzukommen. Und so sage ich dir, Archeus, geliebter Herzensmensch, alles ist vorbereitet und sobald der Übergang beginnt, werden sich die Pyramiden am Südpol aktivieren und dir ihre Energie zur Unterstützung senden. Du wirst dich ganz sicher daran erinnern. Und so verabschiede ich mich jetzt von dir mit dem Segen des Lichtes von Arcturus, um dir zu sagen, dass du von uns sehr geliebt wirst und wir hier sind, um dich zu unterstützen. Dein Archeus.
Ich finde, es ist so ein beruhigendes Gefühl, diese Botschaft zu hören. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, ob ihr diese große Liebe gefühlt habt. Schreibt mir bitte in den Kommentaren, wie das für euch war, diese Liebe zu fühlen und sich dann vielleicht vorzustellen, wie es sein wird, wenn tatsächlich sich diese Liebe multipliziert in eine Stärke, die wir uns nicht vorstellen können. Denn so wird es sein beim Aufstieg. Ich umarme euch alle und sage liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.